Ich atme auf in deiner Gegenwart. Du kommst in meine Nacht, schenkst einen neuen Tag. Du erfüllst mein Herz und machst mich wieder stark. Ich atme auf deiner Gegenwart. Ja, herzlich willkommen beim 9. Vortrag der Serie Aufatmen in Gottes Gegenwart. Heute kann ich versprechen, dass es richtig spannend wird. Ich weiß ja nicht, wie es dir bisher mit den Vorträgen dieser Serie gegangen ist. Vielleicht hast du gedacht, ja, das hört sich alles irgendwie ganz gut an, aber kann es jetzt wirklich mein Leben verändern? Wird es wirklich einen Unterschied machen, dass ich jetzt diese Dinge über Gott weiß und dass ich die Bibel ein bisschen besser verstehe? Irgendwie habe ich das Gefühl, eigentlich ist alles wie vorher auch. Und ich kann dich beruhigen, vor 2000 Jahren ist es den Jüngern Jesu ziemlich ähnlich gegangen. Ja, die haben ja auch sehr viel gehört und gesehen, sogar noch sehr viel mehr und intensiver als wir in dieser EIC-Serie. Sie waren 3 Jahre mit Jesus unterwegs gewesen. Sie haben seine Lehre gehört. Sie haben von ihm vorgelebt bekommen, wie man betet, wie man die Schriften auslegt, wie man auf Gottes Stimme hört. Sie haben seine Wunder erlebt und vor allem, sie sind dem auferstandenen Jesus begegnet. Sie haben ihn gesehen, mit ihm gesprochen, ihn angefasst. Sie haben sogar mit ihm zusammen gegessen. Also da könnte man jetzt meinen, ein besseres christliches Training als diese Jünger Jesu damals kann man eigentlich überhaupt nicht bekommen. Aber was war am Ende das Ergebnis von all dem? Was war der Output von diesem christlichen Intensivtraining, das die Jünger damals bekommen haben? Welche Auswirkungen hatte das in ihrem Leben? Ehrlich gesagt, zunächst mal war da eigentlich nicht sonderlich viel zu sehen. Die Bibel berichtet, dass die Jünger und ihre Freunde sich regelmäßig getroffen haben in einem Haus in Jerusalem. Sie hatten Gemeinschaft, sie haben zusammen gegessen, sie haben zusammen gebetet und ansonsten taten sie nichts, nichts. Sie haben keine missionarischen Aktionen gestartet, sie haben sich nicht engagiert für die Gesellschaft, sie haben keine Gemeinde und keine Kirche gegründet. Gleich gar nicht sind sie in die Welt rausgegangen, um alle Nationen zu Jüngern zu machen, so wie das Jesus ihnen ja eigentlich befohlen hatte. Aber nein, nichts von all dem haben sie gemacht, sie haben einfach nur gewartet. Und da kann man sich dann schon fragen, boah, war das jetzt alles, war das das ganze Resultat von 3 Jahren Jüngerschaftstraining? Dazu muss man eines wissen, das hatte einen Grund, warum die Jünger nicht viel taten, außer zu warten. Jesus hatte ihnen gesagt, dass sie das machen sollen, dass sie warten sollen. Und die Jünger ahnten, da gibt's noch was, was uns fehlt. Etwas ganz Entscheidendes brauchen wir noch, damit wir das, was wir gehört und gelehrt bekommen haben, was uns aufgetragen worden ist, damit wir das auch ganz praktisch leben und umsetzen können. Und ich möchte es heute am Anfang dieses Themas festhalten. Es ist bei uns genau wie bei den Jüngern. Alles, was du in den ersten 8 Vorträgen dieser Serie gehört hast, hört sich hoffentlich gut an, klingt hoffentlich gut in deinen Ohren und es ist auch wirklich gut, sehr gut. Gut, dass du diese Folgen gehört hast. Aber es wird trotzdem immer eine fromme Theorie bleiben, ohne das Thema, das du heute hörst. Du kannst keine neue Identität in der Liebe Gottes finden. Du kannst Jesus nicht zur ersten Priorität deines Lebens machen. Du kannst nicht in Beziehung mit Jesus leben und gleich gar nicht seine Stimme hören und ihm folgen, ohne den Heiligen Geist. So war es bei den Jüngern Jesu damals. So ist es auch bei uns heute noch. Der Heilige Geist hat damals alles verändert und er ist auch heute noch für Christen ein absolut entscheidender Schlüsselfaktor, um echte Veränderung zu erleben. Deshalb gut, dass du heute wieder dabei bist und sei gespannt auf diesen Vortrag. Er ist so wichtig für uns und für unser Leben als Christ. Und deshalb ist es auch so schade, dass so viele Christen nach meiner Beobachtung mit dem Heiligen Geist eher wenig anfangen können. Aber ein bisschen kann ich das auch verstehen. Wir tun uns ja relativ leicht damit, uns den Sohn Gottes vorzustellen.
Ja, schließlich haben die meisten von uns schon mal einen Jesus-Film gesehen. Da hat man dann ein Bild vor Augen, wie Jesus aussehen könnte. Und da kann man sich was vorstellen. Bei Gott, dem Vater, funktioniert es auch noch einigermaßen. Die Bibel sagt ja, dass wir Menschen nach dem Bild Gottes geschaffen worden sind. Das heißt, dieser Gott muss doch also irgendwie doch so ähnlich aussehen wie wir Menschen. Das heißt, auch unter Gott, dem Vater, kann man sich vielleicht noch einigermaßen etwas vorstellen. Aber wie ist es mit dem Heiligen Geist? Wie soll ich mir den Heiligen Geist vorstellen? Wer oder was ist das, der Heilige Geist? Die Bibel erzählt, dass der Heilige Geist wie eine Taube auf Jesus herabgekommen ist. Ist der Heilige Geist eine Taube? Ist es ein Vogel? Oder was muss ich mir darunter vorstellen? Und dann gibt's ja diese Erzählung von Pfingsten. Die Jünger Jesu und ihre Freunde waren wieder zusammengekommen in diesem Haus in Jerusalem, um zu beten und zu warten. Und dann geschehen da plötzlich ganz seltsame Dinge. Die Bibel berichtet von einem brausenden Wind, was schon ziemlich eigenartig ist, so mitten in einem Haus. Und zu dem Wind kommt dann auch noch Feuer dazu, noch schlimmer in einem Haus. Aber da schreibt die Bibel von Feuerzungen, die sich zerteilen und auf jeden einzelnen Jünger setzen. Boah, das klingt ja dann doch reichlich seltsam. Und das soll jetzt also der Heilige Geist sein? Also da frage ich mich dann eigentlich umso mehr, was ist das, der Heilige Geist? Ist es überhaupt eine Person oder ist es vielleicht eher so eine Art göttliches Kraft- und Energiefeld oder was ist das? Lasst uns doch erstmal ein wenig in der Bibel nachschauen, was wir dort zu dieser ganz wichtigen Frage finden. Wer oder was ist der Heilige Geist? Und das Erste, was wir da finden in der Bibel, ist, dass die Bibel sehr eindeutig klar macht, der Heilige Geist ist Gott. In Johannes 4, Vers 24 lesen wir, denn Gott ist Geist. Geist und Gott, das kann man nicht trennen. Das ist untrennbar miteinander verbunden. Das ist eins. Der Heilige Geist ist genauso Gott wie der Vater und wie der Sohn. Und zweitens zeigt uns die Bibel, der Heilige Geist ist eine Person, die fühlen, reden und handeln kann. Das kann man zum Beispiel in Römer 8, Vers 26 nachlesen. Da schreibt Paulus, der Heilige Geist hilft uns in unserer Schwäche. Der Heilige Geist betet für uns mit einem Seufzen, das sich nicht in Worte fassen lässt. Also wir lesen hier, dass der Heilige Geist uns helfen kann und dass er für uns betet und dass er dabei sogar richtig emotional wird. Das sind ja schon mal ganz eindeutig alles Dinge, die nur zu einer echten Person passen. In Johannes 14, Vers 26 kann man was ganz Ähnliches lesen. Da schreibt der Johannes, doch wenn der Vater den Ratgeber als meinen Stellvertreter schickt, und damit meine ich den Heiligen Geist, wird er euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Der Heilige Geist ist hier also ein Ratgeber und ein Lehrer, jemand, der uns an etwas erinnert. Auch das sind Dinge, die nur zu einer Person passen, ganz klar. Und in Epheser 4, Vers 30 lesen wir sogar, achtet darauf, den Heiligen Geist nicht durch euer Verhalten zu betrüben. Ja, der Heilige Geist kann also auch betrübt werden, der stört sich an Dingen. Es gibt Dinge, die gefallen ihm nicht, da reagiert er nicht sehr positiv drauf. Und auch das ist natürlich ganz eindeutig eine Eigenschaft, die nur zu einer Person passt. Und weil der Heilige Geist Gott ist und weil er eine Person ist, dürfen wir mit dem Heiligen Geist natürlich auch reden und zu ihm beten. Genauso wie wir mit Gott dem Vater und Gott dem Sohn reden dürfen. Das haben die Christen deshalb zu allen Zeiten auch gemacht. Vielleicht kennt ihr dieses wunderschöne alte Kirchenlied mit dem Titel »O komm, du Geist der Wahrheit«. Und mir zeigt es, auch damals haben die Christen schon direkt zum Heiligen Geist gebetet, weil sie wussten, der Heilige Geist ist Gott, der Heilige Geist ist eine Person und deshalb hört der Heilige Geist natürlich auch unser Gebet. Das gilt umso mehr, da der Heilige Geist die Person des dreieinigen Gottes ist, die uns in diesem Zeitalter eigentlich am nächsten kommt. Ja, Jesus ging über diese Erde, er hat hier eine Zeit lang auf der Erde als Person, als richtiger Mensch verbracht, aber er hat die Erde verlassen. Und das Schöne ist, er hat seinen Jüngern zum Trost beim Abschied ein Versprechen gemacht. Er hat gesagt, wenn ich jedoch fortgehe, wird er kommen, er der Heilige Geist,
denn ich werde ihn zu euch senden. Jesus hat da also deutlich gemacht, Leute, ich gehe jetzt zwar weg, aber keine Panik, ihr seid trotzdem nicht alleine. Stattdessen kommt der Heilige Geist zu euch und er wird bei euch sein, er wird in euch sein, er wird zu euch sprechen, er wird euch helfen, er wird euch trösten, euch Rat geben. Und da merken wir schon, der Heilige Geist ist absolut entscheidend für ein Leben als Christ. Wenn schon die Jünger nach ihrem intensiven Training erstmal auf den Heiligen Geist warten mussten, bevor sie so richtig durchstarten konnten, dann gilt es für uns heute umso mehr. Wir brauchen den Heiligen Geist heute genauso dringend wie die ersten Christen damals. Aber die Frage ist, warum ist es so? Warum ist der Heilige Geist so wichtig? Was bewirkt denn dieser Heilige Geist in unserem Leben? Und auch dazu ist es gut, in die Bibel zu schauen. Die sagt da nämlich einiges dazu. Und das Erste, was uns die Bibel dazu zeigt, ist, der Heilige Geist bewirkt in uns eine enge Beziehung zu unserem himmlischen Vater. Ja, das können wir zum Beispiel nachlesen in Galater 4, Vers 6. Da schreibt der Paulus, und weil ihr seine Kinder geworden seid, hat Gott euch den Geist seines Sohnes ins Herz gegeben, sodass ihr zu Gott nun Abba, lieber Vater sagen könnt. Und da sehen wir, es ist der Heilige Geist, der uns Gott spürbar nahe sein lässt. Es ist der Heilige Geist, der aus unserem distanzierten, theoretischen Gottesglauben eine lebendige, innige und liebevolle Vaterbeziehung machen kann. Und du merkst es, wenn du zum Beispiel betest. Gebet ohne den Heiligen Geist fühlt sich an, wie wenn du mit der Zimmerdecke sprichst. Ja, das ist einfach distanziert, das ist weit weg. Aber Gebet mit dem Heiligen Geist fühlt sich anders an. Der Heilige Geist kann dir eine Gewissheit schenken, dass Gott wirklich da ist. Dass er dein Gebet wirklich hört. Und auch beim Bibellesen macht der Heilige Geist den großen Unterschied. Bibellesen ohne den Heiligen Geist ist so ähnlich, wie wenn du ein kompliziertes wissenschaftliches Buch liest. Ja, da wirst du vielleicht ein paar Sachen mit der Zeit verstehen, aber es ist anstrengend und so richtig schlau wirst du am Ende dann doch nicht. Es bleibt dir fern, aber beim Bibellesen mit dem Heiligen Geist ist das völlig anders. Da merkst du plötzlich, wie Gott durch diese Texte ganz persönlich zu dir spricht und wie das deine Gottesbeziehung lebendig und kraftvoll macht. Interessant ist das Wort, das Paulus hier verwendet. Aber lieber Vater, ich weiß nicht, ob du dieses Wort schon mal gehört hast. Jesus hat dieses Wort auch verwendet. Auch er hat genau wie Paulus vom Abba gesprochen. Und dieses Wort Abba war damals ein großes Wort. Ein Wort, das Kinder zu ihrem Vater gesagt haben. Man könnte das heute auch mit Papa übersetzen oder mit Papi. Und es drückt ganz einfach eine ganz intime, vertraute Nähe aus. Ich weiß nicht, ob du das schon mal zu Gott gesagt hast. Mein Vater, mein Papa im Himmel. Wenn nicht, mach das doch mal. Sag doch mal zu Gott, mein Papa, wie gut, dass du jetzt da bist. Danke, dass du mich lieb hast. Danke, dass du mich segnest, Papa. Es ist diese Art von enger, intimer, inniger Gottesbeziehung, die der Heilige Geist ganz tatsächlich in deinem Leben wachsen lassen kann. Und es ist etwas, was uns so gut tut, das so heilsam ist, weil gerade dann die Liebe des Vaters so richtig spürbar und greifbar wird für uns. Eine innige, lebendige Beziehung zum Vater ist das Erste und ich finde auch das Wichtigste, was der Heilige Geist in unserem Leben bewirken kann. Aber der Heilige Geist tut noch mehr. In Galater 5, Vers 22 bis 23a beschreibt Paulus, wie der Heilige Geist gute Charaktereigenschaften wie Früchte langsam in unserem Leben wachsen und reifen lassen kann. Wörtlich schreibt Paulus da, wenn dagegen der Heilige Geist unser Leben beherrscht, wird er ganz andere Frucht in uns wachsen lassen. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Hey, wer von uns hätte es nicht gerne, dass solche wunderschöne Eigenschaften unseren Charakter immer mehr prägen und bestimmen? Paulus sagt hier, dass das wirklich möglich ist. Nicht von heute auf morgen, auch nicht aus eigener Kraft, aber diese wundervollen Charaktereigenschaften können wachsen in unserem Leben durch die Kraft, durch das Wirken des Heiligen Geistes. Wie schön,
Ist es nicht erstrebenswert, da den Heiligen Geist zu erleben und zu spüren und zu erleben, dass da eine gute Frucht, gute Charaktereigenschaften in unserem Leben wachsen? Also immer noch nicht alles. Noch etwas bewirkt der Heilige Geist. Paulus berichtet mehrfach über ganz verschiedene Gaben, die der Heilige Geist jedem von uns gibt, um anderen Menschen auf unterschiedlichste Weise helfen und dienen zu können. Es kann zum Beispiel die Gabe sein, einen guten Rat zu geben oder die Gabe, besonders großes Vertrauen auf Gott zu haben und durch Gebet sogar Kranke zu heilen oder in bestimmter Weise Gottes Stimme zu hören. Noch viel, viel mehr Gaben beschreibt Paulus da. Ich will da jetzt im Einzelnen gar nicht drauf eingehen. Aber wichtig ist, bei allen diesen Gaben geht es immer darum, dass sie uns zum Dienen gegeben werden. Gaben sind immer Aufgaben. Die Gaben des Geistes sind dazu da, dass wir anderen Menschen weiterhelfen und sie ermutigen. Sie sind letztlich so wie unterschiedliche Werkzeuge aus einem großen Werkzeugkoffer und da kriegt jeder ein anderes Werkzeug vom Heiligen Geist in die Hand gedrückt. Aber am Ende werden sie alle gebraucht, damit wir gemeinsam einander helfen, einander dienen und Gott groß machen können. Eine tolle Sache. Gott, der Heilige Geist, schenkt uns eine innige Beziehung zum Vater. Er schenkt uns gute Charaktereigenschaften als Früchte des Geistes. Und er schenkt uns Gaben, um anderen Menschen zu dienen und zu helfen. Darüber hinaus sagt die Bibel ja, der Heilige Geist betet für uns, er gibt uns Rat, er lehrt uns, er führt uns, er lässt unser Bibellesen lebendig werden, er schenkt uns, dass wir Gottes Stimme besser hören können. Viele, viele Dinge, die der Heilige Geist in unserem Leben wirkt und warum der Heilige Geist auch so unverzichtbar ist für unser Leben als Christ. Vielleicht fragst du jetzt, ja Markus, das klingt alles ja super, aber wie wird es jetzt praktisch mit dem Heiligen Geist? Soll ich jetzt so wie die Jünger Jesu jeden Tag in meinem Zimmer sitzen und warten, bis vielleicht eines Tages trotz geschlossener Fenster ein Sturm im Zimmer losgeht und Feuer auf meinen Kopf füllt? Oder wie geht es sonst? Wie wird man erfüllt mit dem Heiligen Geist? Hey, wie gut, dass du diese Frage stellst. Denn es ist tatsächlich eine so, so wichtige Frage für uns Christen. Und lasst uns da doch mal gemeinsam in die Bibel schauen und nachsehen, was uns die Bibel dazu sagt. Und eine spannende Stelle gibt's da dazu im Epheserbrief. Im 5. Kapitel, im Vers 18, lesen wir folgenden Satz. Betrinkt euch nicht mit Wein, denn das macht euch zügellos. Lasst euch lieber vom Geist Gottes erfüllen. Oh, spannender Vergleich. Paulus vergleicht hier das Wirken des Heiligen Geistes mit der Wirkung von Alkohol. Und warum macht er das? Ich glaube, das macht er deshalb, weil es da schon eine Parallele gibt zwischen dem Wirken des Alkohols und dem Wirken des Heiligen Geistes. Denn beide verändern unser Wesen, beide verändern unseren Charakter, beide bewirken, dass wir nicht mehr so sind, wie wir vorher waren. Aber es gibt natürlich einen gewaltigen und grundlegenden Unterschied. Hast du schon mal jemanden gesehen, der so richtig betrunken war? Oder vielleicht warst du ja selber mal so richtig betrunken. Dann weißt du, Alkohol entstellt Menschen. Er macht Menschen kaputt. Er raubt Menschen ihre Würde. Aber der Heilige Geist macht genau das Gegenteil. Er entstellt uns nicht, sondern er stellt unsere wahre, gottgewollte Persönlichkeit wieder her, sodass die ganze Schönheit und Würde zum Vorschein kommt, die Gott schon immer für uns geplant hat. Ja, das ist also keine negative, sondern eine absolut positive Veränderung, die der Heilige Geist bewirkt. Aber die Frage bleibt ja, wie wird das jetzt praktisch in unserem Leben mit dem Heiligen Geist? Da können wir eine andere Stelle mal anschauen. In Galater 5, Vers 25 sagt Paulus dazu was ganz Wichtiges, was ganz Entscheidendes. Er schreibt, wenn wir jetzt durch den Heiligen Geist leben, dann sollten wir auch alle Bereiche unseres Lebens von ihm bestimmen lassen. Ich will es nochmal lesen, weil es so wichtig ist. Wenn wir jetzt durch den Heiligen Geist leben, dann sollten wir auch alle Bereiche unseres Lebens von ihm bestimmen lassen. Was meint Paulus hier? Paulus sagt, dass unser Leben viele Bereiche hat, die wir in Zukunft nicht mehr von unserem alten Menschen, sondern vom Heiligen Geist bestimmen lassen sollten.
Ja, Paulus sagte uns hier also, zu leben ist ein wenig so wie ein Haus mit vielen Zimmern. Da gibt's unser Berufszimmer und das Schulzimmer und da gibt's das Familienzimmer und das Ehe- oder Freundschaftszimmer. Und da gibt's da einen Hobbyraum und das Gesundheitszimmer und so weiter und so weiter. Die ganzen verschiedenen Bereiche unseres Lebens. So, und was passiert jetzt, wenn der Heilige Geist in unser Lebenshaus kommt? Zunächst mal wird er sich fragen, welche Zimmer darf ich eigentlich betreten? Denn der Heilige Geist ist kein Einbrecher. Der Heilige Geist ist immer ein Gentleman. Er geht nur da hinein, wo wir ihm auch Zugang gewähren. Und er tut nur das, was wir ihn tun lassen. Meistens zumindest. Es gibt auch Einzelfälle, wo es anders ist, kann man in der Bibel lesen. Aber so ist es meistens. Er tut nur das, was wir ihn tun lassen. Und wo immer wir ihm eine Zimmertür öffnen, da wird er anfangen, diesen Raum zu erfüllen und zu verändern und neu zu gestalten. Er wird erstmal für Licht sorgen. Ja, das kann ja manchmal ganz schön unangenehm sein, wenn unser Chaos ans Licht kommt. Aber wo der Heilige Geist wirkt, da wird es immer hell. Da kommt immer alles ans Licht. Das Gute und das weniger Gute. Aber es ist gut, dass es hell wird. Es ist gut, dass es ans Licht kommt, wie es wirklich in uns aussieht. Und als nächstes wird er die Fenster öffnen und frische Luft in unser Herz und in unseren Mief reinlassen. Er wird anfangen, den Dreck wegzuputzen. Manches Gerümpel wird er, ehrlich gesagt, rausschmeißen und durch neue Sachen ersetzen. Und er wird so lang weitermachen, bis dieses Zimmer nach seinen Vorstellungen gestaltet ist. Wenn wir ihn nur lassen. Und es wird am Ende schon ziemlich anders aussehen in unserem Lebenszimmer. Aber hey, keine Angst, das sind immer noch wir, das bist immer noch du, das bin immer noch ich. Aber so schön, so freundlich, so hell, so einladend, so attraktiv, wie Gott sich uns ursprünglich eigentlich immer schon vorgestellt hat. Was für ein schöner Prozess, wenn der Heilige Geist schrittweise ein Lebenszimmer nach dem anderen in deinem großen Lebenshaus erfüllen, verändern und gestalten darf. Und dieser kleine Vergleich vom Lebenshaus macht deutlich, bei der Fülle des Geistes geht es nicht darum, dass wir immer mehr vom Geist Gottes bekommen. Der Heilige Geist ist kein Kuchen, von dem man sich immer noch ein Stück mehr abschneiden kann. Nein, es geht nicht darum, dass wir immer mehr vom Heiligen Geist bekommen, sondern es geht darum, dass er immer mehr von uns bekommt. Dass er immer mehr unser Leben prägen und gestalten darf. Darum geht's. Die Bibel nennt es Hingabe. Wenn wir uns ihm hingeben, sind wir wie Gefäße, die Gott formen und mit seiner Kraft füllen kann. Und dabei ist es nicht entscheidend, ob wir dabei aufregende religiöse Erfahrungen machen. Ich kenne Menschen, die haben mit dem Heiligen Geist sehr kraftvolle Erfahrungen gemacht und ich habe da selber auch einiges erleben dürfen, das mich im besten Sinne begeistert hat. Aber entscheidend ist was anderes. Entscheidend ist es, dass wir es dem Heiligen Geist wirklich erlauben, ein Lebenszimmer nach dem anderen zu betreten, es beleuchten und von ihm ordnen zu lassen. Entscheidend ist, dass wir Gott und dem Heiligen Geist ganz bewusst erlauben, komm rein, komm erfüll mich, komm präge und bestimme du mein Leben. Komm herein, Heiliger Geist, in mein Herz, in mein Leben, präge mich, erfülle mich. Übrigens, ein besonders wichtiger Bereich, der unter die Herrschaft des Heiligen Geistes kommen soll, ist unsere Zunge. Jakobus, der leibliche Bruder von Jesus, hat die Zunge mal mit einem Ruder eines großen Schiffes verglichen. Wörtlich hat er geschrieben, wir alle machen viele Fehler, aber wer seine Zunge im Zaum hält, der kann sich auch in anderen Bereichen beherrschen. Mit einem winzigen Ruder lenkt der Steuermann ein großes Schiff, selbst bei heftigem Wind, wohin er will. So kann auch die Zunge, so klein sie auch ist, enormen Schaden anrichten. Unsere Zunge, mit der wir unsere Worte formen und sprechen, ist also ein ganz prägendes und entscheidendes Organ. Und deshalb ist es kein Wunder, dass der Heilige Geist an Pfingsten als erstes bewirkt hat, dass die Zunge der Jünger unter seine Kontrolle kam und dass die Jünger sogar in ganz neuen Sprachen reden konnten, Sprachen, die sie selber gar nicht kannten.
Und im ersten Korintherbrief können wir nachlesen, dass auch Paulus und viele andere Christen das erlebt haben, dass durch das Wirken des Heiligen Geistes Dinge gesagt werden konnten, die sie selbst gar nicht verstanden haben. Und noch heute, bis heute erleben viele Christen dieses sogenannte Sprachengebet als eine große Hilfe. Vielleicht kann es auch für dich eine Hilfe sein. Aber auf jeden Fall kann dir das helfen, was Paulus in Epheser 5, Vers 19 anspricht. Da geht es auch um unsere Zunge. Aber Paulus spricht da nicht von fremden Sprachen, sondern von Liedern und von Lobpreis. Wörtlich sagt er da, lasst euch lieber vom Geist Gottes erfüllen, tragt euch gegenseitig Psalmen, Hymnen und geistliche Lieder vor, singt für den Herrn und preist ihn aus vollem Herzen. Dankt Gott, dem Vater, zu jeder Zeit und für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Und ich glaube, dieser kurze Text ist nun wirklich ganz zentral wichtig, denn daraus können wir gleich zwei ganz wichtige Dinge lernen. Und das erste ist, die Erfüllung mit dem Heiligen Geist ist kein einmaliges Geschehen. Die Christen, die Paulus hier auffordert, sich mit dem Heiligen Geist erfüllen zu lassen, die hatten vorher schon intensive Erfahrungen mit dem Heiligen Geist gemacht. Das können wir in der Apostelgeschichte nachlesen. Dort wurde es im Kapitel 19 erzählt, dass Paulus nach Ephesus kam und dass er dort einige Christen vorgefunden hat. Und Paulus fragte sie, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Und die Christen in Ephesus antworteten, nein, wir wissen gar nicht, was du damit meinst. Wir haben noch nicht mal gehört, dass es einen Heiligen Geist gibt. Und dann lesen wir da in Vers 6, als Paulus ihnen danach die Hände auflegte, kam der Heilige Geist über sie und sie redeten in anderen Sprachen und mit prophetischen Worten. Und auch hier also haben wir wieder diesen Hinweis, dass der Heilige Geist nicht nur an Pfingsten ganz direkte Auswirkungen auf die Gläubigen hatte und dass er sie insbesondere befähigt hat, ihr Reden zu verändern, dass er ihnen geholfen hat, Gottes Stimme zu hören. Das heißt aber auch, diese Christen in Ephesus, die waren schon längst mit dem Heiligen Geist erfüllt worden. Die waren vertraut damit, was es bedeutet, mit dem Heiligen Geist erfüllt zu werden. Und trotzdem fordert Paulus sie hier wieder auf, lasst euch vom Heiligen Geist erfüllen. Das heißt, dieses Erfülltwerden mit dem Heiligen Geist, das ist etwas, das ist nicht einmal und dann war es das, sondern das dürfen wir immer wieder neu in unserem Leben suchen und uns dafür öffnen. Und Paulus gibt uns hier zugleich einen ganz starken Hinweis, wie das immer wieder neu in unserem Leben geschehen kann. Denn da spricht er davon, wie schön und wie wertvoll es ist, Gott mit Liedern zu loben und anzubeten. Und ich finde es nicht überraschend, denn es ist ja tatsächlich so. Im Singen öffnen wir unser Herz für Gott. Im Aufschauen zu Jesus wird unsere Perspektive verändert. Statt auf all die Probleme um uns herum zu schauen, wird uns wieder bewusst, wie groß, wie mächtig, wie liebevoll, wie freundlich, wie barmherzig unser Gott ist. Unser Vertrauen auf Gott als unseren Versorger, unseren Tröster, unseren Beschützer, als liebender Vater wird gestärkt. Deshalb ist es kein Wunder, dass Lobpreis und Anbetung schon immer eine ganz entscheidende Kraftquelle für die Nachfolge Jesu war. Und du kannst es in der Kirchengeschichte immer wieder sehen. Überall, wo der Heilige Geist neue Aufbrüche unter Christen geschenkt hat, da haben die Christen gesungen, da haben sie Musik gemacht, da haben sie neue Lieder geschrieben und hervorgebracht und so verbreitet zur Ehre Gottes. Lieder, die wir oft heute noch nach Hunderten von Jahren singen und es erfüllt uns immer noch mit dieser Liebe zu Gott. Und ich weiß nicht, ob es dir schon mal aufgefallen ist, dass es neben dem Christentum keine Religion auf dieser Erde gibt, in der so viel und so leidenschaftlich gesungen wird. Aber für Christen ist klar, Singen ist so wertvoll für unseren Glauben. Das stärkt uns. Es führt dazu, dass der Heilige Geist uns immer wieder neu erfüllen kann. Und deshalb brauchen wir Lobpreis und Anbetung in unseren Gottesdiensten, in unseren Treffen und Versammlungen. Wir brauchen Lobpreis und Anbetung mitten in unserem Alltag. Hey, wie wär's, wenn du im Auto oder zu Hause mal Lobpreismusik laufen lässt, statt dich von irgendetwas anderem berieseln zu lassen? Wie wär's mit, wenn du mit einstimmst in diese Lieder zur Ehre Gottes und sie auch im Auto oder zu Hause immer wieder laut singst? Ich bin mir sicher, dass du das Gleiche erlebst wie so viele Christen in der ganzen Welt. Lobpreis verändert dich. Lobpreis verändert deine Perspektive. Das macht dir Mut. Es führt dazu, dass der Heilige Geist dich neu erfüllt.
Aber es gibt noch einen Weg, wie wir mit dem Heiligen Geist erfüllt werden können. Jesus hat uns ganz einfach ermutigt, dass wir unseren Vater im Himmel um den Heiligen Geist bitten dürfen. In Lukas 11, Vers 13 sagt Jesus: Wenn aber selbst ihr sündigen Menschen wisst, wie ihr euren Kindern Gutes tun könnt, wie viel eher wird euer Vater im Himmel denen, die ihn bitten, den Heiligen Geist schenken? Jesus sagt ja also, wir dürfen ganz direkt bitten um den Heiligen Geist. Das ist ein gutes Gebet, wenn wir zu Gott sagen, Vater, bitte erfülle mich mit deinem Heiligen Geist. Bitte schenk es mir, dass die Kraft und das Wirken des Heiligen Geistes mein ganzes Leben durchdringt. Und das Tolle ist, dass Jesus extra dazu sagt, das ist ein Gebet, das der Vater gern erhört, weil das etwas ist, was gut für uns ist und weil uns unser Vater gerne mit Gutem beschenkt. Und deshalb ermutigt uns die Bibel auch dazu, für uns beten zu lassen, dass wir mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. In der Apostelgeschichte wird es immer wieder berichtet, dass die Apostel Menschen die Hände aufgelegt haben, damit sie mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Das war für die Christen damals also gar nichts Exotisches, für sich beten zu lassen, sondern es war ganz normal, dass sie einander gesegnet haben, füreinander gebetet haben, gerade auch um die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Und ich finde, wenn das für die ersten Christen so wichtig war, dann sollten wir das doch eigentlich heute auch tun, oder? Ja, es ist natürlich nicht so entscheidend, dass wir genau diese Form nehmen, dass wir dieses Händeauflegen praktizieren. Natürlich hängt das Wirken Gottes nicht an einer bestimmten Form. Aber ich finde es doch auffällig, dass wir das in der Bibel so oft lesen, dass die ersten Christen das genau so gemacht haben. Sie haben sich gegenseitig die Hände aufgelegt, um für Heilung zu beten oder ganz einfach einander Gottes Segen, Schutz, Versorgung und Hilfe zuzusprechen und um füreinander zu beten, dass sie erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Und ich finde es eigentlich schade, dass wir das heute nur noch so selten machen. Weil meine Erfahrung ist, es tut einfach gut, wenn wir manchmal unsere Gebete auch mit solchen symbolhaften Handlungen verbinden. Das hilft uns zu glauben, dass Gott jetzt selbst spürbar und kraftvoll anwesend ist und dass unser Gebet wirklich etwas bewegt, wirklich etwas verändert. Aber wenn wir die Zuwendung des anderen spüren, dann hilft uns das Vertrauen, dass sich auch Gott uns zuwendet, dass er sich um unsere Nöte kümmert und uns füllt mit seiner Kraft und mit seinem Geist. Und deshalb würde ich dir vorschlagen, probier's doch einfach mal aus. Schau, ob dir das auch gut tut, so wie ich das erlebt habe. Aber am wichtigsten ist, fang an, immer wieder zu beten, dass Gott dich mit seinem Geist erfüllt. Mach dir bewusst, wie dringend du angewiesen bist auf das Wirken, auf die Kraft, auf das Reden und den Trost des Heiligen Geistes. Ich will gerne am Ende dieses Vortrags nochmal auf das Kreuz zurückkommen. Ich habe ja am Ende des letzten Vortrags gesagt, das Kreuz und der Heilige Geist gehören untrennbar zusammen. Und tatsächlich hat Jesus mal gesagt, niemand kommt in das Reich Gottes, der nicht aus Wasser und Geist geboren wird. Das Wasser steht hier für die Taufe und in der Taufe wird ausgedrückt, dass unser alter Mensch und unser Stolz mit Christus am Kreuz sterben muss. Und durch den Heiligen Geist kommt ein neues, göttliches Leben in uns hinein. Ein Leben, das nicht mehr unter dem Diktat der Sünde steht, sondern das gerne nach dem Willen Gottes lebt. In Galater 5, Vers 24 bis 25 hat Paulus diese Botschaft vom Kreuz und vom Heiligen Geist mal ganz knapp zusammengefasst und auf den Punkt gebracht. Er hat da geschrieben, diejenigen, die zu Christus Jesus gehören, haben die Leidenschaften und Begierden ihrer sündigen Natur an sein Kreuz geschlagen. Wenn wir jetzt durch den Heiligen Geist leben, dann sollten wir auch alle Bereiche unseres Lebens von ihm bestimmen lassen. Paulus sagt hier also, am Kreuz können wir unseren Stolz, unser altes, selbstsüchtiges Leben und unsere Bindungen loslassen und in den Tod geben. Damit dann sein Wille, sein Charakter und sein Wesen durch den Heiligen Geist
in uns lebendig werden kann. Das heißt, das Kreuz und der Heilige Geist, das gehört ganz eng zusammen. Die sind gemeinsam Gottes Dream Team für die Erneuerung unseres Lebens. Und wir brauchen beides gleichermaßen. Das Kreuz, damit unser altes, selbstsüchtiges Wesen sterben kann. Und wir brauchen den Heiligen Geist, damit Gottes neues Leben in uns lebendig wird. Wir können nicht leben als Christ ohne das Wirken des Heiligen Geistes. Ohne den Heiligen Geist müssen wir versuchen, aus eigener Kraft den göttlichen Maßstäben gerecht zu werden. Und hey, ich kann dir sagen, das geht immer schief. Wir können das nicht aus eigener Kraft. Wenn wir das versuchen, dann muss das zwangsläufig enden in Krampf, in Versagen, in Heuchelei. Christsein ohne den Heiligen Geist, das ist immer zäh, das ist so anstrengend wie Autofahren ohne Benzin, das funktioniert einfach nicht auf Dauer. Das geht vielleicht eine Zeit lang, wenn du Rückenwind hast und wenn es bergab geht, dann rollt dein Leben noch eine Zeit lang, aber sobald sich dir ein Hügel in den Weg stellt, dann wird Christsein ohne den Heiligen Geist so anstrengend und kraftraubend, wie wenn du dein Auto den Berg hochschieben musst. Vergiss es, klappt nicht. Du brauchst die Kraft und die Fülle des Heiligen Geistes. Voll des Geistes zu sein, ist unverzichtbar, wenn wir als Christen erfüllt leben wollen. Wie gut, dass Jesus uns extra versprochen hat. Wenn wir den Vater um den Heiligen Geist bitten, dann schenkt er ihn uns gerne. Und deswegen ist die Frage jetzt an dich, wie wär's, wenn wir genau das jetzt machen, wozu Jesus uns ermutigt hat? Wir bitten den Vater, dass er uns erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und wir haben ja heute gehört, wir dürfen auch ganz direkt mit dem Heiligen Geist sprechen. Wir dürfen ihn einladen und sagen, oh komm, du Geist der Wahrheit, kehre bei uns ein. Verbreite Licht und Klarheit, verbanne Trug und Schein. Hey, lass uns doch genau das jetzt machen. Ich lade dich jetzt ein zu einer Zeit des Gebets. Und ich werde es so machen heute, dass wir am Anfang eine kurze Zeit der Stille haben. Und in dieser Zeit lade ich dich ein, dass du mal dein ganz persönliches Gebet zu Gott sprichst, in deinen eigenen Worten. Du kannst es in deinen eigenen Worten zu deinem Vater im Himmel sagen, dass du ihm gerne die Tür deines Lebenshauses öffnest, dass du gerne deine Zimmertüren öffnest, dass du gerne möchtest, dass der Heilige Geist dein ganzes Lebenshaus erfüllt, erleuchtet und verändert. Sag es zu ihm mit deinen eigenen Worten. Und danach möchte ich gerne für uns beten, dass Gott uns kraftvoll mit seinem Heiligen Geist erfüllt. Okay? Ist es okay für dich? Bist du bereit für dieses spannende Gebet? Dann lasst uns jetzt gemeinsam beten. Guter Heiliger Geist, wie gut, dass du jetzt da bist, dass du nicht fern bist, sondern dass du seit diesem Pfingsttag bei allen Nachfolgern Jesu bist und an uns allen wirkst, uns bewegst, uns veränderst, uns tröstest, uns lehrst, uns führst, gute Frucht in unserem Leben wachsen lässt. Ja, aber wir haben manchmal das Gefühl, es ist noch etwas zaghaft, da könnte mehr sein. Wir haben Sehnsucht nach mehr. Und Jesus, guter Heiliger Geist, danke, dass du uns jetzt hörst, wenn wir dich bitten, dass du uns beschenkst mit deinem Heiligen Geist. Vater im Himmel, du hast unsere Gebete gehört. Du hast gehört, dass wir dir gesagt haben, dass wir dich bitten darum, dass du uns beschenkst mit deinem guten Heiligen Geist. Jesus, du hast uns versprochen, dass der Vater das gerne tut. So öffnen wir jetzt unser Herz
Wir öffnen unser Leben. Wir öffnen alles, was da ist, das Gute und das Schlechte. Und wir sagen dir, Heiliger Geist, komm bitte, komm herein. Komm und mach du Licht. Komm mit deinem Wind, der unseren Mief vertreibt. Komm und ordne du neu. Nimm weg, was dir nicht gefällt. Und erfüll uns mit guten Früchten und Gaben, die von dir herkommen, die uns und unsere Mitmenschen neu machen können. Guter Heiliger Geist, nimm uns auch alle unsere Angst. Danke, dass wir dir vertrauen können, dass alles, was du veränderst in unserem Leben, uns zum Guten dient und unseren Mitmenschen zum Guten dient. Deshalb beten wir einfach von Herzen, komm, Heiliger Geist, erneuere uns, verwandle uns in das Bild Christi, dass wir Menschen sind, die so leben, wie es dem Vater gefällt. Amen. Ich weiß nicht, wie es dir jetzt geht. Ob du da etwas fühlst oder nicht. Ich möchte gerne sagen, das ist nicht entscheidend, was in deinen Gefühlen passiert. Aber Gott sieht deinen Glauben. Und glaub mir, dieses Gebet bewirkt etwas. Dieses Gebet verändert dich. Dieses Gebet verändert dein Leben. Da, wo du von Herzen Gott bittest um seine Kraft, da reagiert er. Ich bin mir ganz sicher. Ich habe jetzt am Ende noch eine kleine Anregung für dich. Wir hatten schon nach dem letzten Vortrag dieses Lied gehört, in dem es um beides geht, um das Kreuz, an dem unser alter Mensch stirbt, und um den Heiligen Geist, der unser Leben erneuert. Wenn du möchtest, dann hör dir am Ende dieses Vortrags dieses Lied noch einmal an. Oder noch besser, sing von Herzen mit, denn jetzt kennst du dieses Lied ja schon. Und singen, das haben wir ja gerade besprochen, trägt mit dazu bei, dass der Heilige Geist in unserem Leben wirksam wird. Aber bevor es losgeht, lade ich dich noch kurz ein zum nächsten Vortrag, in dem es darum geht, dass auch Christen in Krisen geraten können. Wie gehen wir damit um? Könnte es vielleicht sogar sein, dass manche Krise zu einer echten Chance für uns werden kann? Ich freue mich, wenn du wieder dabei bist beim nächsten Vortrag von Aufatmen in Gottes Gegenwart. Sollst du von mir haben?
zurück von mir. Komm, erfülle du mein Leben. Nimm weg, was dir nicht gefällt. Lass mich Jesus ähnlich werden. Ihm dienen in der Welt. Jesus, führ mich an dein Kreuz. Lass mich sterben dort mit ihm. Komm, mach heute alles neu. Lass mich auferstehen. Lass mich auferstehen, lass mich auferstehen mit dir. Jesus, führ mich an dein Kreuz. Lass mich sterben dort mit dir. Komm, mach heute alles neu. Lass mich auferstehen, lass mich auferstehen, lass mich auferstehen.